Hallo und willkommen zu Pain Creek's Killings. Diesmal kein Horror, nein, 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 nein. Diesmal ein, ja, Mystery Game. Beziehungsweise müssen wir diesmal, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Mord aufklären. Oder erkunden, untersuchen, ich habe keine Ahnung. Wir sind Reporter oder Reporterin. Und sollen den Fall. Ach, keine Ahnung, nochmal aufrollen. Auf jeden Fall sollen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Nachforschungen anstellen. Vielleicht kriegt man ja raus, wer es wirklich war. Deswegen sage ich, wir fangen jetzt einfach mal neu an, ja. Es wird leider zwischendrin nicht flüssig laufen. Ich weiß nicht wieso, es funktioniert einfach nicht. Und so schlecht ist mein Rechner jetzt auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe mir Mühe, dass man das jetzt nicht so mitkriegt. Aber irgendwie tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass es an einigen Stellen leider haken wird. Aber wir kriegen das hin. Alles wird gut. Hey, Janet. So the chief has entrusted you with my assignment, hey? I hope it didn't interfere with your weekend plans. Anyway, he told me to call you and fill you in on it. You remember the murder that happened a few years back that was never solved? The one at Payne's Creek where the ex-mayor's wife was killed? Well, the property's being auctioned off soon, so we don't have much time to dig up anything that's relevant to the case. So see what you can find. Hopefully it'll be something worth publishing. Anyway, take care. I'll see you on Monday. Bye. Also wir sind Janet. Wir müssen das Wochenende arbeiten, wenn der Vogel feiert. Aha. Das geht schon mal gut los. Ich freue mich. Huch. The Hartford Times. Das ist, glaube ich, unsere Firma. Dafür arbeiten. Also dafür arbeiten wir. Wer hat Vivian Roberts ermordet? 3. August 1999. 90er, sehr schön. 1995 wurde Vivian Roberts, eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Ehefrau eines früheren Bürgermeisters, ermordet und vor ihrem eigenen Haus verschleppt. Geschleppt. Geschleppt. Der Fall wurde nie aufgeklärt und der Mörder nie gefunden. Gerüchteweise trieb sich ein Privatdetektiv einige Zeit später in Payne's Creek herum, aber mehr ist da nicht dran. Letzte Woche erreichten uns Informationen, dass große Teile von Payne's Creek County bald verauktioniert werden. Wir würden uns die Geschichte gerne noch einmal ansehen und versuchen, das Folgende herauszufinden. Okay. Wer hat Vivian Roberts ermordet? Was war das Motiv? Und die Mordwaffe? Wir wissen es nicht. Bitte reichen Sie Ihre gefundenen Informationen und ein Foto für die Titelseite ein, um Ihre Geschichte zu veröffentlichen. Richard Harris, Chefredakteur. Vergessen Sie Ihre Kamera nicht. Okay. Population zero. Welcome in Payne's Creek. Oh, unser Auto. Hey. Möchtest du Payne's Creek jetzt verlassen? Das Spiel wird dann die Endsequenz zeigen. Jo, wir gehen. Tschüss. Nein. Okay, ich glaube, jetzt geht's gleich los, dass es stockt. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Closed. Loset. Loset. Fahre mit der Maus über was? Interagiere damit. Abgeschlossen. Ja, schließ halt auf. Ich habe keinen Schlüssel. Okay. Wir haben keinen Schlüssel. Da hängt etwas am Fenster. Könnte wichtig sein. Black Pine Row. Hier. Kamera benutzen. Oh, okay, auch ich wurde gerade geblitzt, Dingst. Was wollten wir hier nochmal machen? Okay, gut, ich habe jetzt ein Foto davon. Friedhofstor, Vorhängeschloss 1131. Oh. Okay. Wir betreten mal das Anwesen hier. Das Sheriffs Büro. Oh,
Ach ja. Oh wow. Ja, es ist gleich so viel heller. Schön begeistert. Aha. Okay. Mach mal aus und wieder Tür zu, weil keine Ahnung, sind wir hier alleine? Oh. Sind wir es nicht? Ist aber laut. Das ist aber dunkel hier drin. Anmachen. Katze, rutsch mal ein Stück, ich sehe nichts. Einige, was funktioniert nicht? Ich finde einen anderen Weg. Taschenlampe. Wir brauchen eine Taschenlampe. Griechen? Ich kann griechen? So? Oh! Gegenstände, Inventar platzieren. Was steht da? Desk. Aha. Also erstmal F. Eins. Deswegen könnte ich jetzt kriechen. Ah ja, okay. Es ist so mega dunkel hier. NL County Sheriff's Department. Sehr geehrter Sheriff James Howard. Aufgrund der schrumpfenden Bevölkerungszahl in den letzten Jahren im Painscree County haben wir entschieden, Personal an andere Stelle zu delegieren, die dringend Personal benötigen. Dieser Brief soll Sie informieren, dass Sie ab dem 14. Mai 98 nach Grant County versetzt werden. Bitte melden Sie sich in unserem Büro vor dem 12. Mai 98. Richard O'Connell. Habe ich mir das jetzt gerade aufgeschrieben, oder was? Scott Brooks, Sohn des Pastors der Trinity Church, des Mordens an Vivian Roberts verdächtigt. Zeuge sah Verdächtigen letzte Nacht vom Tatort fliehen. Die Polizei hat gestern Nachmittag Scott Brooks festgenommen. Er hielt sich in der Jagdhütte der Roberts auf. Einem Zeugen, der anonym bleiben möchte, zufolge kam er am 19. Juli spät gegen 23.50 Uhr nach Hause. Als er sah, wie Scott sehr schnell von Roberts Anwesen Richtung Silver Lake fortging. Obwohl Scott wütend aussah, hielt der Zeuge dies nicht für unnormal, bis er in der Zeitung von Mord an Vivian Roberts las. Die Situation beunruhigte ihn, daher rief er die Polizei. Kurz nach dem Anruf kam die Polizei bei Scotts Hütte an und befragte ihn, wo er in der Nacht, in der Vivian starb, gewesen war. Scott sagte, er hätte sie in dieser Nacht getroffen, aber er hätte nichts mit ihrem Tod zu tun. Scott wurde später in der Polizeistation gebracht. In die Polizei und zu weiterer Befragung. Okay. Der wird also verdächtig. Achso. Ah, hier. Aufschließen. Aufschließen. Ich habe einen Schlüssel. Benutze was? Das kann man gar nicht so schnell. Was? I. Hier. Ach je. Warum ist denn das so kompliziert? Ui. Ich habe einen Schlüssel. Sieht aus wie alter Torschlüssel. Ah, wir haben den Torschlüssel. Okay. Bericht Mordfall Vivian Roberts. 6. August 1995. Dieser Bericht ist eine Aktualisierung zu dem, was Vivian Roberts widerfahren ist. Scott Brooks, der einzige Verdächtige dieses Mordfall, wurde einige Tage nachdem Vivians Leiche gefunden wurde, festgenommen. Unserer Untersuchung zufolge sah James jemand Scott gegen 23.30 Uhr in der Nähe der Wälder nördlich des Anwesens. Zwei Jäger haben mehr Holz für ihre Lagerfeuer gesucht, als sie Hufe hörten. Sie haben gesehen, wie Scott und Vivian sich stritten. Sie waren jedoch zu weit entfernt, um hören zu können, worum es in dem Streit ging. 6 Monate vor Vivians Tod wurde Scott von seiner Arbeit im Anwesen gefeuert. Sie beschuldigte Scott für Verspätungen und rebellisches Verhalten. Sie verbat Scott außerdem, das Anwesen zu besuchen und Trisha zu treffen. Wer ist Trisha? Die zu dieser Zeit eine engere Beziehung zu Scott hatte. Momentan untersuchen wir den Fall. Scott ist unser Hauptverdächtiger in Vivians Mordfall. Also Scott ist der junge Bub, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe? Der da? Und der hat wohl die Vivian getötet. Oh. Ehre verlesen. Ach je. 30. Juli 95. Heute Nachmittag war Vivian Roberts Beerdigung. Bernhard der Butler. Okay. Dorothy die Hauptdienerin.
Derek, der Chauffeur, und seine Mutter Wanda, die gegen den Krebs kämpft, waren da. Vivians Mann Charles kam mit ihrer Tochter Trisha. Charles sagt kein Wort, er war sehr still. Der Großteil der Stadtleute kam, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Auf der Hälfte der Zeremonie begann Trisha laut zu schluchzen. Dorothy brachte sie sofort und das Weinen erstarb. Ich bemerkte, dass Dorothy müde aussah. Es muss hart gewesen sein, sich um Trisha zu kümmern. Sie hatte mehrere Zusammenbrüche. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Erst verliere sie ihre Mutter, dann wird ihr Freund des Mordes an ihr beschuldigt. Das hinterlässt Spuren. Mir tut die ganze Familie leid. 6. September 1995. Die Stadt Paines Creek wird ziemlich schnell zur Geisterstadt. Die Bevölkerungszahl ist in den Jahren rapide zurückgegangen. Seit den Todesfällen scheint es, als würde mehr und mehr Leute versuchen, die Stadt zu verlassen. Es ist traurig mit anzusehen, wie eine einst lebhafte Stadt zu dem wird, was sie nun ist. 2. Dezember 1995. Es ist nun fast 6 Monate her, seitdem Vivian getötet wurde. Ihr Mord beschäftigt mich noch immer. Warum wurde sie ermordet? Was waren die Motive des Mörders? Sie war jemand, der sich den Respekt und die Liebe der Gemeinschaft verdient hatte. Kein Angestellter von ihr und kein anderer Bürger von Paines Creek hat irgendeinen Vorteil aus ihrem Tod gezogen. Es ergibt keinen Sinn. 20. Februar 96. Das Paines Creek Community Hospital hat offiziell geschlossen. Die verbliebenen Patienten wurden auf andere Krankenhäuser verteilt, wo sich um sie gekümmert wird. Um ehrlich zu sein, ist es schwer mit anzusehen, wie sie gehen. Ich frage mich, ob der Tag kommen wird, an dem ich woanders hin versetzt werde. Jo, der kam, Junge, der kam. Okay. Ich mache mir Notizen. Das habe ich jetzt gerade schon gelesen. Haben wir das jetzt schon gelesen? Ich bin gerade so verwirrt. Ja, da geht's schon los. So viel zu lesen. Öffnen. Abgeschlossen. Ich habe doch gar keinen Code. Das funktioniert nicht. Okay. Ich habe doch gar keinen Code. Hi, this is Stephen. I just wanted to make sure the package was sent. Again, I'm currently at Anne's courtyard. Any extra info you have would be much appreciated. Thank you very much. Talk to you later. Steven? Wer ist Steven? Und er ist gerade in Enns Gasthaus. Das ist dunkel hier, ey. Aufheben. Was ist denn da? Oh, jo, eine Taschenlampe. Ah. Es wäre die Licht. Gibt's hier Geheimgänge, Verstecke? Ist hier was drin oder nein? So, was haben wir hier lesen? Schatzi, Katze, geh mal noch ein Stück. Ich sehe doch nichts. Dankeschön. Nimm mal Popo zur Seite. Moment, Moment. Ihr Annes Gasthaus. Baustelle. Ich merke mir das doch eh wieder nicht. Sheriff. Oh, wir sind hier. Wir sind hier. Okay, so groß ist die Stadt nicht, ne? Da ist die Trinity Church. Paines Creek Friedhof. Ah, hier ist das Hospital. Hier ist das. Da müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin. Wir sind hier. Okay, wir kommen da niemals hin. Was haben wir hier noch Schönes? M für Map öffnen. M für Map öffnen. Okay, Map ist geöffnet. Wir haben es gesehen. Kann ich ja noch mal drücken. Was passiert da? Ah, okay. Oh. Vermisst. Joshua S. Taylor, 3. November 89. Zuletzt gesehen auf dem Spielplatz. Zuletzt gesehen vor Pebble Lane. Gegenüber des Flusses auf dem Spielplatz. Er trug seine blaue Lieblingsjacke. Er hat eine Narbe unter seinem linken Auge. Oh, hier. Vivian Roberts, erfolgreiche Geschäftsfrau und Ehefrau des Ex-Bürgermeisters, tot vor ihrem Haus gefunden. Dritter Tod in weniger als einem Jahr in Paines Creek. Vivian Roberts, die Frau des Ex-Bürgermeisters Charles Roberts, wurde tot vor ihrem Haus im Maple Drive 1 Paines Creek gefunden. Um 7:15 Uhr holte Mary Martinez, ein Hausmädchen des Anwesens, die Zeitung herein, als sie Vivians Leiche fand. Sie rief sofort die Polizei. Der Sheriff von Paines Creek, James Howard, kam kurz darauf am Tatort an und das Opfer wurde für tot erklärt. Der Zeitpunkt des Todes wurde auf zwischen 23 Uhr gestern Abend und eine heute Morgen geschätzt.
Die Leiche liegt momentan beim Bestatter und wartet auf ihre Autopsie. Die Menschen von Paines Creek trauern um sie. Kerzen und Blumen wurden an den Toren vor ihrem Haus, wo sie gefunden wurde, niedergelegt. Vivian war in der Tat eine Person, die von vielen respektiert und verehrt wurde. Ihr Erfolg mit ihrem Geschäft, ihre Loyalität zu ihrer Familie und ihre Liebe zu den Menschen von Paines Creek sind unübertroffen. Wir werden sie vermissen. Okay. Ist jetzt hier noch was? Okay, das haben wir gelesen. Wie finde ich denn jetzt den Code heraus? Wie lautet der Code? Achso, das ist bloß das. Hi, this is Steven. I just wanted to make sure the package was sent. Again, I'm currently at Anne's. Kann man nicht wegmachen, ne? Any extra info you have would be much appreciated. Thank you very much. Talk to you later. Okay. Oh! The Story of Tonti. Hä? Huch! Warte mal, warum kann ich mir das Buch nehmen? Wie kann ich denn das richtig? Kann man das öffnen? Nee, hier ist nichts, ne? Ich hätte gehofft, dass hier irgendwas steht. Ich muss was weiterbringen. Steht hier irgendeine Zahl? Nee. Warum kann ich denn das? Was war das jetzt? Okay, das war creepy. Von hier unten geht's nicht. Wie finde ich denn? Oh, haben wir da jetzt schon reingegangen? Ja. Ich weiß das Passwort nicht. Wie komme ich denn an das Passwort für das Ding da? Lost and found. Geheim. Ja. 0815. Ich weiß es nicht. Was ist denn der das Passwort? Ach, das ist ja doof. Die Tür quietscht sich hier in den Ast. Okay. Mülleimer ist nichts, hier ist auch nichts. Aha. Okay. Das kann man nicht öffnen. Aha. Ein Siffklo. Ist hier irgendwas, was man gebrauchen kann? Nee. Mach auf. Hallo? Ach so. Okay. Gut, wir haben jetzt den Schlüssel für drin. Was war es? Ends Diner. Oder sowas, ne? Ends Diner. Warte. Jemini. Das ist aber schön hier. Oh, schön, Flüsschen. Stump. Ich kann sprinten. Ups, das war nicht sprinten. Ah, okay. Brauchen wir so lange, dass wir sprinten können? Oh. Ist alles zugenagelt? Steht ein Auto. Ich will jetzt gar nicht rennen, weil ich will nicht, dass das wieder anfängt wieder zu stocken. Das ist nicht zugenagelt, die 11. Oh. Das heißt... Ah, okay. Es gibt
Also Schlüssel wohl für diese Wohnungen, Häuser, wie auch immer. Ich versuche mal zu rennen, mal sehen, wie lange das gut geht. Oh, hier. Ben's. Ben's Diner. Oh, guck mal. Ist abgeschlossen. Oh, was ist das? Ist das unser Auto? Nee. Von wem ist denn das Auto? Das Blut dran. Geh mal ein Stück zurück. Das ist eine blutige Hand. Ach du Kacke. Ist das ein Kollege von uns? Oh oh. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Ist das das Auto von Steve? Wer auch immer Steve ist. Hallo, guten Tag. Hallo? Jemand zu Hause? Ich hätte gern ein Zimmer. Hi, this is Oliver Gibson. I just wanted to thank you for letting me borrow your toolbox and shovel. What? I'm currently out of town for a few days, and I didn't get the chance to return it yet. In the case you need them, it's currently sitting in my photo lab. Ask Mrs. Patterson for my spare key. Wer ist denn Mrs. Patterson? Hab ich schon. Mrs. Patterson. Wer zur Hölle ist Mrs. Patterson? Altmodische Art Musik zu hören. Aha. Mrs. Patterson. Ist hier irgendwo? Okay, also Fotolabor und Mrs. und Mrs. Patterson müssen wir finden. Es ist ja umgeworfen, ne? Old Greek. Roberts Anwesen. Basic Village Sheriff Büro. Für mehr Informationen wählen Sie. Oh, hier gibt's einen Jagdpfad. Moon Café. Ich glaube nicht, dass es noch geöffnet ist. Konnte sie. Pain gut erhalten. Pain willkommen, willkommen, willkommen. Mhm. Alter, wie leise wir doch sind, ne? Pain's Creek Annual Festival gone but not forgotten. Verstorben, aber nicht vergessen. Kommen Sie zu uns in die örtliche Kirche und wir alle der Gedanken. Eine Rede von Pater Matthew. Kann man... Foto? Weil ich nicht weiß, ob wir das nochmal brauchen. Huch, falsche Taste. Sunday Worship. Sonntag, die Wahrheit befreit euch an Betung. Was? Ach hier, Trinity Church. Schon wieder Pater Matthew. Oder was ist das für einer? Was haben wir hier? Stevie's Barbershop. Steve? Ah. Ist das dieser Steve? Den wir hier gerade suchen. Was können Sie tun, wenn Sie sich aus Ihrem Auto ausgeschlossen haben? Weißt du, ich soll das Auto aufbrechen, was da draußen steht? Ein Slim Jim, auch bekannt als Autoknackerbügel, wird hauptsächlich zum Einbrechen ausgenutzt. Er ist ein dünner Streifen Metall. Heißt das, ich muss jetzt Metall suchen? Und der Junge, okay. Heißt das, ich muss ein Stück Metall suchen? Und dann komme ich da rein. Brief oder Dokumente des Gasthauses bekommen die passende Aussparung. Oh.
Hier ist der Schlüssel, den du wolltest. Seven Black Pine Road. Payne's Creek. Okay, gib mal her den Schlüssel. Foto. Weil ich nämlich nicht weiß. Ich merke mir das nämlich nicht. Ich habe das jetzt fotografiert, oder? Warte, 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 warte. Pictures. Nächste Katze. Ansehen. Kann man lesen, ne? Seven Black Pine. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Abgeschlossen. Toll. Ja, toll, das ist alles abgeschlossen. The Payne's Creek Herald. 21. Februar 96. Payne's Creek Community Hospital schließt seine Pforten nach 60 Jahren. Spendenveruntreuung als Hauptgrund vermutet. Okay. Das Payne's Creek Community Hospital, eines der führenden Institutionen für die Langzeitrehabilitation der älteren Menschen in Newland, schließt seine Pforten endgültig nach 60 Jahren Dienst. Das Payne Creek Community Hospital eröffnete im Jahr 1936 als kleine Behausung, um Patienten zu behandeln und Pensionen für die Patienten, die längere Hilfe benötigen. Vivian Roberts, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, erkannte in den frühen 70ern, dass das Krankenhaus umgestaltet werden muss. Sie gründete den Roberts Relief Fund mit dem Hauptzweck, den Bedürfnissen der Stadt Payne's Creek dienlich zu sein, beginnend mit dem Krankenhaus. In den früheren 80ern nahm die Bevölkerung der Stadt und der umliegenden Gegend rapide ab. Viele junge Leute gingen aufs College und kamen nicht zurück, und die Anzahl der Senioren stieg schnell an. Durch den großen Bedarf der älteren Bevölkerung entschloss sich das Krankenhaus, sich auf die Heilung der älteren Menschen zu fokussieren. Okay, geht nicht weiter.